Von der Griffbreite her ist es ja, jedem selbst überlassen, wie breit er greifen möchte. Die Wirbelsäule hat ganz von der Natur aus hier so eine Krümmung. Lordose. Genau. Okay, zeig mal jetzt Hohlkreuzstellung bzw. die Griffvariante, die wir beim Bankdrücken einnehmen sollten. Also grundsätzlich sehr beim Hohlkreuz. Wir ziehen uns ja aktiv quasi in so ein Hohlkreuz rein. Das heißt, ich zum einen kneife ich meine Pobacken zusammen, zum anderen ziehe ich mich hier aktiv in so ein Hohlkreuz rein. Und jetzt bin ich quasi stabil und aktiv im Hohlkreuz. Und dadurch, dass unsere Wirbelsäule ja sowieso eine Lordose hat, also eine Krümmung in diese Richtung, ist das halt normal. Ja, das ist, okay. Das ist unsere normale Wirbelsäule. Also hier ist so ein Abstand, sieht man. Genau. Und das ist halt jetzt aber also aktiv natürlich ein bisschen höher. Das heißt, es wäre eigentlich sogar fatal, die Beine hier hochzunehmen und damit künstlich unsere Wölbung platt zu machen. Ja. Das heißt, wir können mal ganz kurz zu unserem Knochenkalle gehen. Knochenkalle ist immer gut. Ja, ihr seht hier, die Wirbelsäule hat ganz von der Natur aus hier so eine Krümmung. Lordose. Genau. Ja. Für die Gebildeten da draußen, wir haben hier eine Wirbelsäulenlordose. Kyphose. Kyphose, wieder Lordose. Lordose. So, und das heißt, und Kyphose. Und, das heißt, wir haben, wenn wir jetzt uns den Rücken mit den Beinen nach oben direkt platt auf die Bank drücken, sind wir hier schon sogar prone for injury. Also das heißt, wir setzen uns hier schon mal einem Risiko aus, dass wir uns verletzen können. Können, nicht muss. Ja, 100 Millionen Leute machen das tagtäglich und da passiert nichts. Aber man sieht's auch hier nochmal ganz kurz, ganz schön zu zeigen für die Kamera. Hier siehst du ja die Bandscheiben. Ne? Und wenn du im Prinzip jetzt das platt drückst, dann... Genau, wenn du halt hier reingehst, ne? Du siehst halt, wenn du den Rücken platt machst, wie das hier vorne zusammendrückt. Ne? Und wenn du dann halt noch entsprechendes Gewicht drauf hast, dann... Das heißt aber, beim Bankdrücken ist es eben trotzdem wichtig, Pobacken zusammenkneifen, wenn wir hier im Hohlkreuz sind. Ja. Also richtig fest die Pobacken zusammenkneifen. Und die Schulterblätter zurück, weil das eben, wie gesagt, so eine Art Blitzableiter fürs Gewicht ist. Mhm. Also, sobald ich mit den Schultern hier hochkomme, dann ist meine Brustwirbelsäule auf der Bank und dann geht es auch in den Rücken unten. Das heißt, wir müssen die Schulterblätter hier hinten haben, damit das Gewicht über die Schulterblätter in die Bank abgeleitet wird und nicht über die Brustwirbelsäule gehalten wird. Von der Griffbreite her ist es jedem selbst überlassen, wie breit er greifen möchte. Ich persönlich habe eben meinen Griff hier gefunden, wo ich mich gut fühle. Das direkt an der Markierung praktischerweise mit meinem kleinen Finger. Hat natürlich auch nochmal Unterschiede, wie breit wir greifen, ob wir mehr Brust- oder Trizepslastig drücken und in welche Bereiche das geht. Das heißt, wir können sehr enges Bankdrücken machen und eben sehr eng greifen oder wir greifen etwas breiter. Wichtig ist nur, wenn wir jetzt hier eng greifen zum Beispiel, dann geht auch hier wieder mein Ellenbogen so runter, dass mein Unterarm vertikal bleibt. Meine Schultern bleiben sind hinten. Genauso, wenn ich breit greife. Was ihr während des Drückens auch machen könnt, ist, dass ihr den Kopf so ein bisschen anhebt. Ja? Weil wenn ihr anhebt, dann normalerweise würde man quasi mit seinem Kopf noch richtig gegendrücken, womit man auch wieder Druck im Hals aufbaut, was nicht schlimm ist, aber ich persönlich hebe auch gerne mal meinen Kopf mit an, um jetzt hier rauszudrücken. Aber nicht vorne in den Spiegel gucken. Das sehe ich immer so. Das ist so bescheuert. Okay, jetzt sag mal was zur Griffkraft, zum Griff an sich. Griff an sich, auf jeden Fall Daumen rum, ne? Kein Suicide Grip. Passiert einfach zu schnell, dass man hier abrutscht. Vor allem, wenn man halt auch an den Händen ein bisschen schwitzt und vergesst es einfach, Handschuhe anzuziehen. Vergesst es einfach. Ja, für Kälte bei minus 20 Grad, okay. Auf dem Roller, okay. Beim Fahrradfahren, okay. Beim Segeln, okay. Aber nicht beim Kraftsport. Ihr braucht die Verbindung. Ihr braucht die Verbindung. Okay. Mann und... Und Bar. Okay. Ihr seht, was man macht, was passiert, wenn man zu viel Kraftsport macht. Ja, man wird insane. Crazy. Insanity. Das ist so crazy. Und dann, Daumen rum und ich halte das wieder so, dass halt mein Handgelenk relativ gerade ist. Sodass die Stange fast direkt im Handgelenk greift.
und nicht hier in der Handfläche, sodass ich hier rüber greife, sondern dass ich hier greife. Ja. Auch nicht komplett gerade, sodass es alles mir im Daumengrundgelenk liegt. Ja? Mhm. Nicht hier, sodass ich irgendwie nur noch mit dem Handgelenk greife, sondern so, dass ich hier fest greife und dass meine Hand hier leicht nach hinten gebeugt ist. Ja. So dass das Gewicht quasi direkt auf dem richtig, Unterarm aufliegt. Genau. Und dann hier. Das ist jetzt ein starker Griff. Hier könnt ihr auch eben aktiv, ihr seht jetzt richtig meinen Unterarm, wenn ich greife, dass er sich mit anspannt. Ja, das heißt, ich greife die Stange richtig und zerdrücke sie. Richtig zerdrücken. Dadurch könnt ihr auch nochmal wesentlich mehr Kraft rausholen, um die Stange nach oben rauszuholen. Presst die im Prinzip richtig zusammendrücken. Wie so mit Zitrone. Genau, richtig zusammenquetschen. Okay. Und ja, dann kann man natürlich noch die Bar so auseinanderreißen. Das heißt, wenn man sich nicht vorstellt, wie beim Bodybuilding, dass man ihn zusammendrücken möchte, um mehr Faser in der Brust zu bekommen, sondern wenn es einem um Kraft mehr geht, dann eben auseinanderreißen. Wenn man durch dieses Auseinanderreißen kommt man viel schneller noch nach oben raus und man kann wesentlich mehr Gewicht verwenden. Okay. Ist allerdings wieder eine Kraftgeschichte und fürs Bodybuilding wollen wir eher die Brust hier reindrücken. Mhm. Jedenfalls, auf jeden Fall, immer den Ellenbogen so ein bisschen nach außen. Also ihr solltet immer so eine Spiraldynamik anwenden. Ja, also das heißt, so versuchen, als würdet ihr quasi die Stange zerbiegen wollen, ne? Nach vorne biegen wollen. Okay. Und so, wenn ich jetzt hier rausgehe, seht ihr das direkt hier raus und sobald ich meinen Arm locke, gehe ich halt hier rein. Und dadurch impliziert das auch, dass ich mit dem Ellenbogen hier in diese Richtung gehe und nicht in diese Richtung. Also erstens komplett durchdrücken. Die Arme müssen durchgestreckt sein. Ja. Und die Schultern so. Die Schultern richtig fest in die Bank reindrücken. Ja. Die Schultern fest in die Bank, sodass meine Hände hier nicht mehr rauskommen. Genau. Füße sind super. Probast du fest zusammenschalten. Genau. Und jetzt versucht den Rippenbogen ein bisschen aufzuspannen. Also richtig schön hier nach oben kommen, ein bisschen nach oben kommen. Das erleichtert dir auch, dass du die Schultern nicht hinten hast. Und jetzt stell dir vor, dass du nicht die Stange nach oben drücken möchtest, sondern du drückst dich in die Bank. Du drückst dich in die Bank. Und hier unten. Genau, und dann richtig schön raus. Was ihr sehen könnt, bleib mal kurz unten. Bleib mal kurz unten. Was ihr sehen könnt, ist sehr gut. Also Koya macht das schon sehr gut. Er hat die Ellbogen ca. 45 Grad vom Arm gespreizt. Das seht ihr jetzt vielleicht nicht ganz in dem Winkel. Aber was ihr seht, ist, dass der Unterarm die ganze Zeit vertikal bleibt. Die ganze Zeit komplett aufrichtet. Ja, wenn er jetzt hochkommt, ist die ganze Zeit sein Arm die ganze Zeit aufrecht gewesen. Ohne, das heißt, und das ist das Wichtigste, wenn ihr greift, egal wie breit ihr greift, der Arm sollte in einer vertikalen Ausrichtung bleiben. Das heißt, wenn du jetzt runtergehst, also nicht so, oder wie? Genau, wenn du jetzt hier runtergehst und hier hingehst, ja, hast du so schlechte Hebelverhältnisse, dass du A, den Ellenbogen zu sehr unter Druck setzt, ja, und B, einfach keine Kraft, genügend Kraft aufbauen kannst. Ja, das heißt, du bleibst hier mit den Ellenbogen so weit am Körper dran, dass sie mit dem Arm vertikal bleibt. Ja, also für Leute, die so immer Ellbogenschmerzen haben, mit dem Bankdrücken ganz oft nicht so. Zum Beispiel. Also, wenn ich also so mache, dann erhöht es dramatisch, genau. Den Druck, deswegen mal drauf achten einfach. Okay. Das heißt, je nachdem, wie eng ihr mit den Ellenbogen am Körper arbeitet, ja, ihr solltet auf keinen Fall über diese 45 Grad rübergehen. Ja. Es macht einfach keinen Sinn, hier rauszudrücken und die Stange schön bis zur Brust runter zu machen. Im Bodybuilding ist es halt so, dass wir das natürlich, dass die das verwenden und sehr breit greifen, um eben die Brustmuskulatur mehr zu pushen und zu fördern. Allerdings geht das halt auch zu Kosten der Schultergesundheit. Also insofern, okay, ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Und Muskelschmied. Und Muskelschmied. Okay.